Hey, so ziemlich jeder von euch sollte eigentlich das Format Varo kennen. Varo ist ein Minecraft-Projekt, was so ziemlich jedes Jahr stattgefunden hat. Es ist einfach ein riesiges Event, wo mehrere YouTuber aufeinandertreffen und in einem riesigen Survival-Projekt gegeneinander antreten, bis zum letzten Überlebenden. Leider ist das Varo-Projekt letztes Jahr ausgefallen. Es gab dafür mehrere Gründe, aber ein Grund war auf jeden Fall, dass es rechtliche Konflikte mit dem Namen gab. Jedoch teilte German Let's Play im Januar dieses Jahres mit, dass dieses Projekt Varo höchstwahrscheinlich Ende dieses Jahres wieder stattfinden wird. Ja, also kurz erklärt ist Varo einfach nur ein riesiges Survival-Projekt, was aus zwei Teams besteht, die alle gegeneinander antreten und der letzte Überlebende gewinnt. So, ich glaube, die meisten von euch sollten aber Varo auch kennen. Jetzt komme ich mal zu diesem Videothema. Und zwar ist es eine Top 10-Liste, und zwar die Top 10 ausgestorbenen Varo-YouTuber. Dieses Videothema habe ich gewählt, weil es auch so ein bisschen zu mir passt, weil ich jetzt aufgrund meiner großen Inaktivität auch natürlich die eine oder anderen Leute vielleicht weg sind. Aber was ich finde, was man einfach anders sehen sollte, man sollte nicht sehen, klar ist es natürlich, sag ich mal, in einem Moment frustrierend, wenn dann in einem Moment vielleicht, keine Ahnung, in einem Moment schauen dir 200 Leute zu und im anderen Moment nur noch 100. Dann denkst du dir vielleicht auch noch, was hast du für einen Fehler gemacht, was machst du falsch, dass diese Leute vielleicht kein Interesse mehr an deinen Videos haben oder ähnliches. Und dann stellt man sich im Kopf auch die Frage, was man falsch gemacht hat, was man verbessern könnte, aber es liegt sehr häufig auch am eigenen Interesse der Zuschauer, dass die vielleicht einfach dieses Thema oder ähnliches nicht mehr mit angucken wollen. Sei es jetzt, dass diese Leute einfach allgemein keine Zeit mehr für YouTube haben und es nicht gucken, oder ähnliches, aber was ich vor allem finde, man sollte nicht über die Leute nachdenken, die weg sind. Klar, es sind Leute, die halt nicht mehr da sind, die sich vielleicht nicht mehr für den Content, den Kanal, die Person oder alles oder ähnliches interessieren. Jedoch sollte man am besten nicht in die Vergangenheit schauen, sondern man sollte einfach mal reflektieren, was man selber oder was eigentlich gerade stattfindet. Zum Beispiel, wie ich das Video hochgeladen habe. Nach 3 Minuten waren direkt 80 Leute dort und was man da wirklich für Kommentare gelesen hat, dass Leute wirklich seit Anfang an aktiv sind und diese Leute, die wirklich die ganze Zeit aktiv sind, die Leute, die immer Kommentare schreiben oder sei es auch die, die diese Videos einfach nur angucken, die sich für deine Person interessieren oder sowas. Und man sollte sich eher mal auf diese Leute konzentrieren und immer denken, was steckt dahinter? Hinter diesen Views, sag ich mal, stecken 2000 Leute, die dich immer noch aktiv schauen. Und es gibt immer noch Leute, die, sobald man ein Video hochlädt, direkt 2 Minuten danach am Start sind. Und sowas gibt einem einfach die größte Motivation. Ich rede inzwischen schon wieder viel zu viel, aber ich finde, das muss einfach mal gesagt werden. Weil es viele Leute gibt, die gucken einfach nur noch auf ihre Klickzahl, denken sich, da habe ich 200 Klicks, jetzt mache ich die ganze Zeit 200 Klicks weniger, 500 Klicks weniger und wissen einfach gar nicht zu schätzen, wie, wenn Leute direkt, man lädt ein Video hoch, sie sind direkt aktiv am Start und sowas wissen die meisten Leute einfach gar nicht mehr zu schätzen. Und es ist einfach, wenn man hinter diese Zahlen guckt, man sollte sich niemals auf diese Zahlen beschränken. Klar, es ist natürlich, wie gesagt, schade, wenn irgendwie 20 oder 200 Leute weniger auf einmal startet, dann fragt man sich, ja, was habe ich falsch gemacht, was kann ich verbessern? Manchmal liegt es auch einfach nur am eigenen Interesse der Zuschauer, dass sie das nicht mehr gucken wollen. Man sollte einfach mal reflektieren und dankbar dafür sein, für die Leute, die direkt 2 Minuten, nachdem man ein Video hochgeladen hat, direkt aktiv am Start sind, einen mit ultrafreundlichen Kommentaren einfach mega krass supporten und unterstützen. Und man sollte einfach mal dankbar sein. So, und deswegen will ich einfach mal ein großes, großes Danke an euch sagen. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass Leute nach meiner so großen Inaktivität, dass so viele Leute trotzdem noch aktiv am Start sind und solche positive Resonanz in den Kommentaren dagelassen haben. Aber wie gesagt, ich will jetzt einfach nicht zu viel quatschen. Ja, jegliche verwendete Videos werden nach unten verlinkt sein. Aber jetzt mal ernsthaft, ich will euch mit diesem Video auch so ein bisschen zeigen, dass es wirklich Leute gibt, die einfach mega sympathisch sind, wo aber die Community leider recht inaktiv geworden ist. Und vielleicht gibt euch das mal so eine kleine Motivation oder sowas, diese Leute wirklich wieder aktiv zu gucken. Oder vielleicht interessiert ihr euch auch für die Personen, die ich jetzt im folgenden Video zeigen werde. Weil es gibt einfach mega extrem sympathische Personen, die aber halt inzwischen keiner mehr wirklich auf den Schirm hat. Die aber immer noch aktiv jeden Tag am Start sind, komplett durchziehen und immer noch dort sind. Ja, beginnen wir einfach mal mit Platz Nummer 10. Und zwar ist Platz Nummer 10 Spark of Phoenix. Spark of Phoenix ist immer noch ein sehr, sehr aktiver YouTuber. Er bringt am Tag schon mal 3 bis 4 Videos raus und ist immer noch im Minecraft-Content. Er bringt Minecraft-Redstone-Sachen immer noch und er bringt auch, sag ich mal, Projekte wie Minecraft Aqua. Jedoch muss man ihm zugestehen, er ist immer noch eine sehr, sehr und extrem sympathische Person, aber es gibt sehr viele Videos, die halt größtenteils uncut sind, wo vielleicht kurze Pre-Intros reinkommen, aber größtenteils sind diese Videos auch uncut. Die Aktivität seiner Abonnenten liegt bei 1,68%, das heißt, einer von 59 Leuten, die ihn abonniert haben, guckt ihn aktuell noch aktiv. Was sehr schade ist, denn in vielen seiner Faktenvideos oder sowas stecken wirklich mehrere Stunden Recherchearbeit hinter und das merkt man auch einfach. Also wer sich für Redstone und vielleicht Minecraft-Fakten ähnliches interessiert, ist auf jeden Fall bei Spark auf Phoenix-Kanal gut aufgehoben.
Platz Nummer 9 ist Debitor mit einer Abonnentenaktivität von 1,62%. Wer sich allgemein für Technik, nicht nur in Minecraft, sondern vielleicht auch in anderen Games interessiert, ist auf jeden Fall auf seinem Kanal auch sehr gut aufgehoben. Von seinen Abonnenten guckt ihn aktuell jeder 62. Platz Nummer 8 belegt Corona mit einer prozentualen Aktivitätszahl von 1,54%. Ihn guckt aktuell jeder 65. Abonnent aktiv zu. Auf seinem Kanal gibt es Minecraft-Projekte, ebenso Aqua wie schon beim vorherigen Teilnehmer. Und es gibt auf seinem Kanal auch League of Legends und noch andere Games. Viele Videos sind aber auch in diesem Fall ungeschnitten, aber wer sich auf jeden Fall für League of Legends oder das Projekt Aqua oder vielleicht auch für ihn als Person interessiert, der sollte mal auf seinem Kanal vorbeischauen, denn bei ihm gibt es ebenso Real-Life-Videos und noch viel mehr. Auf Platz Nummer 7 ist AnyArt. AnyArt hat aktuell eine prozentuale Aktivitätsrate von 1,52%. Ihn guckt aktuell jeder 66. Abonnent aktiv. Auf seinem Kanal gibt es viele verschiedene Spiele. Jedoch ist der Hauptteil seines Kanals aktuell auf Rocket League gelegt. Er macht ebenso Facecam-Videos und bringt in letzter Zeit zwar relativ inaktiv Minecraft, aber bringt Minecraft und andere Spiele auch noch. Auf seinem Kanal ist eine sehr große Vielfalt und eine sehr, sehr sympathische Person, die diese Vielfalt mit sich bringt. Kommen wir weiter zu Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 ist Earlyboy. Earlyboy hat aktuell eine prozentuale Aktivitätsrate von 0,69% und ihn guckt aktuell jeder 145. Er bringt ebenso noch Minecraft, sei es das Projekt Minecraft Aqua, als auch andere Spiele wie GTA. Bei GTA und ähnliches wird lediglich die Lobbyzeit oder ähnliches rausgeschnitten, was ich aber auch ganz gut finde. Ich finde, die Videos müssen nicht unbedingt großartig geschnitten sein, denn wenn die Person sympathisch ist und man sich diese Person einfach gut geben kann, dann muss da nicht großartig viel Schnitt sein. Er schneidet dann lediglich noch die Lobbyphasen raus, damit man diese Wartezeiten auch nicht hat. Und ich finde, das reicht vollkommen aus bei einer so positiv sympathischen Person. Platz Nummer 5 belegt Vemsor, damals aber auch bekannt als The Dead Sheep. In Varro 1 und Varro 2 starb er leider schon nach der ersten Folge. In Varro 3 hielt er es dann länger aus. Dort waren es ungefähr 15 bis 16 Folgen. Er hat eine prozentuale Abonnentenaktivitätszahl von 0,63% und ihn guckt aktuell jeder 158. Abonnent aktiv. Er bringt auf seinem Kanal meistens irgendwelche unbekannten Spiele wie House of Flippers oder andere Spiele, wo er einfach Spaß dran hat. Diese Spiele sind meist noch relativ unbekannt, aber manchmal auch ein bisschen bekannter wie Rocket League. Er bringt einfach das, worauf er Lust hat. Was man aber auch auf jeden Fall merkt, dass seine Videos eigentlich so gut wie alle komplett uncut sind. Und ja, trotzdem einfach noch eine mega sympathische Person, die einfach immer noch aktiv durchzieht. Platz Nummer 4 belegt Mr. Morgame. Und ich bin ganz ehrlich, bei Mr. Morgame bin ich am traurigsten und verstehe ich es am wenigsten, warum die Leute so inaktiv geworden sind. Klar, es wird nicht so viel in den Videoschnitt gelegt, es werden vielleicht ab und zu mal ein paar Pre-Intros kommen. Ab und zu gibt es dann aber auch wieder gut geschnittene Videos. Aber diese Person, finde ich, ist einfach nur ein extrem herzensguter Mensch und ein sehr, sehr ehrlicher. Seine prozentuale Abonnentenaktivität liegt aktuell bei 0,62%. Das heißt, ihn guckt jeder 161. Abonnent aktiv. Er bringt wirklich sehr, sehr viele Spiele. Jedoch bringt er im Gegensatz zu anderen noch sehr, sehr aktiv Minecraft, sei es jetzt Minecraft Bed Wars of Gomme oder ähnliches. Und ich finde einfach, er ist ein sehr herzensguter Mensch und es lohnt sich immer wieder bei ihm vorbeizuschauen. Und für mich ist und bleibt er einfach eine Legende. Platz Nummer 3 belegt Baloui mit einer prozentualen Abonnentenaktivität von insgesamt 0,60%. Ihn schaut aktuell jeder 167. Abonnent aktiv. Auf seinem Kanal gibt es viele verschiedene Spiele, wie zum Beispiel ebenso wie viele andere Minecraft Aqua. Er bringt aber ebenso Real-Life-Videos wie Reviews, Unboxing-Videos und auch kleine Mini-Vlogs. Auf Nummer 2 befindet sich PietSmiet, wo glaube ich einige von euch sich extrem wundern werden. Das liegt aber unter anderem daran, dass die jeden Tag bis zu 14 oder 16 Videos mal an einem Tag lediglich produzieren. Sie sind aktuell nur noch zu 5, aber produzieren trotzdem 14 bis 16 Videos pro Tag. Es ist einfach eine extrem krasse Leistung, aber nach meiner Rechnung rechne ich nach den letzten 10 Videos. Klar, es ist natürlich ein Unterschied, wenn sie 14 bis 16 Videos am Tag hochladen und die anderen meist nur daily uploaden, aber ich habe eigentlich lediglich darauf geachtet, dass die Leute ungefähr daily uploaden. Aber was PietSmiet macht, ist einfach beeindruckend, denn die Videos sind teilweise wirklich echt noch extrem gut geschnitten und wirklich 16 Videos am Tag oder 14 bis 16 Videos am Tag von 5 Leuten ist wirklich extrem krank und dass sie das die all die Jahre durchziehen, sie bekommen wirklich meinen größten Respekt. Und trotzdem auf Platz 2 PietSmiet, wegen der Rechnung, die ich euch am Ende aber auch noch einmal zeigen werde.
Und auf dem ersten Platz ist, glaube ich, eine Person, die er ebenso wenig erwartet hätte. Bei ihm guckt leider nur noch jeder 233. Abonnent aktiv. Seine prozentuale Abonnentenaktivität liegt bei 0,43%. Das liegt aber unter anderem daran, dass diese Person wirklich hauptsächlich nur noch ein Streamer ist. Er streamt nämlich meistens auf Twitch. Die Rede ist von Kevin aka Gamerstime. Gamerstime ist trotzdem eine mega sympathische Person, die aber aktuell sich eher auf das Streamen fokussiert hat. Ja, das war's jetzt erstmal mit der Top 10. Ich zeige euch jetzt am Ende noch mal kurz die Rechnung erklärt. Und warum PietSmiet auch mit in diesem Video auf Platz 2 ist. Hier noch einmal kurz erklärt, ich habe die letzten 10 Videos der ganzen YouTuber zusammen addiert und habe diese durch die Abonnentenzahl verrechnet. Ich habe auch übrigens darauf geachtet, dass alle YouTuber ungefähr daily uploaden. Sei es jetzt aber Leute, die vielleicht mal 2 Tage nichts geuploadet haben. Jedoch war die einzige Ausnahme, wie gesagt, PietSmiet, weshalb sie aber trotzdem noch mit in dieser Liste mit drin sind. Ja, falls dir dieses Video gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich echt riesig über Verbesserungsvorschläge freuen, da es jetzt hier die erste Folge war. Ich weiß, die erste Folge war ein bisschen lang gefasst. Und ich werde das versuchen, das auch in Zukunft ein bisschen zu reduzieren mit der Länge der Folgen. Schreibt mir aber gerne noch eure Top 10 Ideen in die Kommentare. Und ja, das war's mit dem ersten Top 10 Video. Wie gesagt, schreibt eure Ideen in die Kommentare und Instagram.com/jesse.dams